لا حول Weiß, ولا قوة weil إلا ich بالله. kann Tür aufmachen und alle Männer reinbringen und denen لحظة beibringen, wie شوي. Sperma أنا abfließen geht, okay oder was? hast guck mal, hast du jetzt geredet? Du redest nur von Hass. Du willst einfach nicht verstehen. Hier hast du geantwortet, Allah redet mit Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, richtig? Ja, richtig. Und der Okay, Tafsir dazu sagt, er will ist nicht das aufreden lassen. eine, ist das Amr von Allah subhanahu wa ta'ala zu Nisa al-Nabi? Ja, richtig. Und ich habe auch einen anderen Emir Nein, dazu. ich bin noch nicht fertig. Wallah, wenn ich fertig bin, ihr beide könnt reden. Ich gehe auf Stumm. Ja, Ist kein warte Problem. Guck mal. mal, hier ist das Amr von subhanahu wa ta'ala zu Nisa al-Nabi. Ja, richtig. Und nicht Okay, nur zu guck mal, Nisa ist al-Nabi. Nicht nur zu Nisa al-Nabi. guck mal, guck mal, guck mal. Mit wem hier Allah subhanahu wa ta'ala redet? Das ist ein Gebot für alle Frauen, aber auch Alle für, Frauen? nein, hör zu, für alle Frauen, aber auch für die Frauen des Propheten besonders. Aber mit wem hier Allah subhanahu wa ta'ala redet? Er redet zu den Frauen des Okay, Propheten, Punkt. aber Ich die bin noch sind nicht fertig. Vorbild, Lass die mich bitte sind ausreden, dann Vorbildfrauen. kannst du gleich reden. Kannst du gleich reden, ist kein Problem. Guck mal. Hast du gesagt, das ist Amr von Allah subhanahu wa ta'ala, richtig? Ja. Also, wo Aisha alaihi salam sagt, Da'anatullah, ja. Salam alaikum, Guck steht mal, guck auf. mal, guck mal, guck mal, guck mal, man merkt das, guck mal, wie man das merkt. Wallah, guck mal. Er sagt also, Aisha, Und dann war er kurz leise. Er hat gewartet, bis er Lachen macht. Er hat darauf gewartet, er wollte gar nicht weitererzählen. Guck mal hier, bitte. Bitte achte mal darauf. Von Allah subhanahu wa ta'ala, richtig? Ja. Also, wo Aisha alayhi salam sagt, Da'anatullah, ja. Guck, wo Aisha sagt. Und dann hat er gewartet, bis er Lachen spricht, und dann wollte er ihn runterkicken. Ja, ne, das merkt man doch, Wallah. Man braucht doch dafür keine Brille, wirklich. Ja, ne, wollte doch flüchten. Salam alaikum. Tschüss. Warum, warum, warum redest du Seht noch ihr, so? Das ist doch ein seht Verflucht. ihr? Ihr habt das nur verflucht, um Seht auszusehen. ihr, seht ihr, seht Guck mal, der redet jetzt, dieser kleine Fettsack redet. Ihr habt gerade nur verflucht, damit ihr abhaut. Du hast doch die ganze Zeit geschrieben, ja, ich spam alle Aisha, meine Mami in die Kommentare. Aisha, meine Mami, Aisha, spam Guck alle mal, Aisha, meine Mami. wenn er weiß, wir sind dagegen und er weiß, dass sehr oft Debatten aufgehört haben, weil die das gemacht haben. Warum schreibst du dann alaihi salam? Du willst gar nicht. Du willst gar nicht, dass wir hier bleiben. Du willst, dass wir abhauen, weil du weißt, wie wir darauf reagieren. Das bedeutet, das fällt auf den zurück. Was ist das denn für ein Vorwurf? Wir wollen abhauen. Wir gehen nach oben, damit wir am Ende abhauen oder was? Was ist das denn? Und Ich will niemand doch hat, nicht. guck mal, wenn wir, ich sag dir, wann wir abgehauen wären, hätten wir als erstes den Lachen gesprochen, dann hätte niemand was sagen dürfen, dann wären wir geflüchtet. Okay, richtig, ja, Aber wir genau. waren sachlich, akademisch, keiner hat Lachen gesprochen, keiner war emotional, wir waren am normal sachlich miteinander diskutieren. Er ist derjenige, der emotional geworden ist. So. Und er hat darauf gewartet, bis Lachen gesprochen wird, damit er denjenigen runterkicken kann. Genau, Mach hat mal bitte alle frei. Kollege Abolulu gesagt. Abu Lulu gesagt und danach hat er, wir sagen Lulu. Rahatullah Ali gesagt, das andere. Und hatte irgendjemand gemerkt, Abu Kontakt mit. Lulu. Warum hat sie jetzt wieder Guck verflucht, damit sie mal, wieder ganz kurz, rausfliegt? ganz kurz. Also, dieses Mal, wir haben Abu Lulu gesagt und wir haben nicht verflucht. Was juckt uns das, was ihr macht? Seid ihr, müssen wir euch an euch richten oder was? Was ist das denn? Ja, nur weil du so ein Idiot bist, müssen wir uns jetzt danach richten oder was? Nein, Oder. wir danken euch. Wir danken euch, dass ihr Abu auch Alayhis-Salam sagt, wenn wir das sagen. Aber wir machen das nicht. Am Ende ging es noch schlimmer ab. Du weißt ganz genau, ihr beide, Wir Thomas, flüchten Jerry, wie ich suche euch, Abu. ihr beide. Ihr flüchtet wie Er, Abu oh mein Gott, wie Lu'lu'. Lak Wallah, 100 peinlich. Überlieferungen. 100 Überlieferungen über Umar, wo er aus Uhud, aus Badr, aus Hunain geflüchtet ist. Was für Flüchten wie Abu Lu'lu'? Abu Lu'lu' hat ihn, Alhamdulillah, einen Stich verpasst und der ist da krepiert. Was für Flüchten wie Abu Lu'lu'? Wollen diese Doppelmoral, ja. Ja, ich habe euch hier beide. Eure Freund, er war bei mir oben, er hat gesagt, Abu Lulu, okay, Punkt, 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 zu Abu Lulu, ich habe nicht mal Lanat gesprochen. Okay, macht mal Kommentare frei, ihr Salami, was soll das? Er hat Redouane auf Abu Lulu gemacht, Juckt uns ich habe nicht nicht. mal Du kannst Lanat machen, was du gesprochen. willst. Was juckt uns das? Salawat Die haben sogar. das extra gemacht, damit ihr das später. Die haben immer Lan auf ihn gesprochen. Die machen das doch auch so privat Oder hier, wenn die allein im Livestream sind. Samra Er hat hat doch das am extra Ende. gemacht, damit er das später als Dingens benutzen kann. Und selbst Samra. wenn, Ne? Damit ich euch zeige, wie schwach ihr seid. Damit ich euch zeige, dass ihr so einfach Aber seid. Bruder, er Ihr musste doch beide redet flüchten. mit Er hat doch mir, gerade kein Problem. zugegeben, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu den Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi Mach mal wa sallam Kommentare auf frei, ihr Salamir. deswegen. Wer hat ausgemacht? Keine Ahnung. Ja, bitte schön, Samra. Ja, nee, der musste jetzt flüchten, weil er hat da zugegeben, das ist für die Frauen des gesamten Ist Muhammad doch so, Bruder. sallallahu. Und sein Bruder, der wollte das ja nicht sagen, aber sein großer Bruder hat das gesagt. Hä?
Wie, ich wollte das nicht sagen. Er ist doch, mein Bruder ist doch danach gekommen und hat das, hat das einfach übernommen. Ja, ne? Was? Er hat sich niemand widersprochen. Ich habe doch nichts gesagt, was mein Bruder nicht gesagt hat. Also was mein Hä? Bruder widersprochen hat. Was war das jetzt gerade? Keine Ahnung, was er da versucht hat. Er versucht dasselbe zu machen. Guck mal, weil die beiden sich immer widersprechen, was man auch auf meinem Video merkt, was ich auf TikTok gepostet habe, als ich mit den beiden diskutiert habe, denkt er, er muss jetzt das Gleiche machen, damit die Leute denken, okay, Samba ist nicht der Einzige, der sich mit Khaled widerspricht. Oder? Und damit er jetzt seinen kleinen Bruder nicht klein macht, wollte er ihn irgendwie retten. Lack, ich schwöre auf Gott, wenn ich irgendwas Falsches sage, dann wird er sagen, dass ich was Falsches gesagt habe. So, das ist unser, das machen Wie wir so. retten? Wie re Wallah hat nichts Falsches gesagt. Sonst hätte ich doch gesagt, das war Und falsch Wallah, gerade. Hä? yani, wenn ich was Falsches sage, dann wird er niemals darauf aufbauen, Abu Aksha. Okay, Mein ist der eigener Bruder Junge, wird niemals. warte, was nimmst du das ernst jetzt? Mach mal weiter. Deswegen musste er verfluchen, damit er rausfliegt. Vor Mein allem, Bruder guck mal, die weiß nicht, Erklärung, was. bitte. Guck mal. Er wollte seinen Bruder retten, deswegen musste er verfluchen, damit er rausfliegt. Ey Leute, bitte. Kann mir irgendjemand, der. Ich weiß nicht. Kann das irgendjemand übersetzen? Boah, das ist eine dumme Ausrede. Der hat dich danach noch gestummt, als du Nee, meintest, ne? Bruder, ja, guck mal, lass mal die Ausrede beiseite. Verstehst du das? Ich habe gerade auch gemerkt, so, hä? Guck mal. Damit er rausfliegt. Warte. Bruder, sein Bruder, der wollte das ja nicht sagen, aber sein großer Bruder hat das gesagt. Und damit er jetzt seinen kleinen Bruder nicht klein macht, wollte er ihn irgendwie retten. Checkst du? Deswegen Was? musste er verfluchen. Was ist das denn? Ja, auch damit Ich er glaube, wir rausfliegt. brauchen Bruder, Terzi, Walla, wir brauchen ich verliere Terzi für die gerade Aussage. Gänzen, Bruder. Ich verliere gerade Gänzen eins nach dem anderen. Der wollte seinen Bruder retten und sein Bruder, damit er seinen Bruder rettet, musste er verfluchen. Was? Damit er rausfliegt. Junge, was labert Leute, wir brauchen Scharh zu dieser Aussage. der? Oder Ich wollte mal einen rausfliegt. Scharh dazu. Walla, ja. Bruder, weil ich hab sie, Bruder. Ja, das ist so einfach. Leute, guck mal. Er kommt mit dieser. Er Die sagt das immer Aussage. Englisch. Immer wenn ich runtergekickt werde, ich habe seine Gelehrten in meine Tasche, ich habe ihn, ich habe ihn. Was? Dann bring das doch, wenn ich oben bin, wenn du mich hast. Die Denn Aussage Subhanallah. hat mich Allah starr. sagt im Koran Karim, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Türke Bütünde. geworden, ja. Oder Dieser ist Türke Türke hat geworden. ihn infiziert, ja? Bütünde. Als Libanon, Digga. Das ist eine Pflicht von Aisha zu diesem Talib, okay, zu sagen, du sollst so und so machen. Steht doch im Koran. So und so machen. Sag Aber du doch, bist sag doch. Das ist eine Ausländer, Pflicht durch. von ihr. Nee, Sag sag doch, was in, Sperma, sag doch, zeigen, was hier in wie der man Sperma Überlieferung abtrat. steht. Sag doch, was in dieser Überlieferung steht. Hier, was steht da? So, hier steht doch, Aisha hat ihm befohlen, das so abzukratzen mit den Fingern. Okay? Hier. Hier. Afurukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Farkan fayasalli fihi. So. Sag doch, dass er diese Flüssigkeit abkratzen soll, die ausgetrocknet ist auf seinen Taub. Ey, soll ich dir mal eine Katastrophe nennen? Soll ich dir mal eine Katastrophe nennen im Hadith? Guck mal. Was sagt Aisha? Außer das Abkratzen, das allererste, was sie gesagt hat. Salamu alaikum. Auf jeden Fall. Guck mal. Hast du meine Frage gehört? Ja, was sagt sie als erstes? Sie sagt, in ra'aytuhu in taghsil makanahu. Fa'inna lam tara. Stopp. Wenn du es siehst, reicht es aus, dass du es wäschst. So. Und der Beweis dafür, dass Aisha hier Khudu' im Qaul hatte, also diese Unterwürfigkeit im Reden, dieses unnötige Reden, ist, leck, der Mann ist doch sowieso seine Klamotten gerade am Waschen. Warum willst du ihm etwas beibringen, was er gerade tut, du Idiotin? Du kleine, dumme, dreckige. Warum macht sie das? Wer hat dir befohlen, geh dahin und er macht das, was du gerade von ihm verlangst? Ja, ihr müsst euch so vorstellen. Ja, niemand hat sie gerufen. Keiner hat sie gerufen. Der Mann ist da am Waschen. Sie geht zu dem hin. Ja, es reicht aus, wenn du es wäschst. Und wenn du es nicht siehst, kannst du es abkratzen. Der ist doch gerade am Saubermachen. Der wäscht es doch gerade, wie du es gerade siehst. So. Das zeigt schon, dass Aisha hier in diesem Hadith keine reine Absicht hatte. Das war 100%. Ne? Niemals eine reine Absicht, sondern das ist absichtliches, unterwürfiges Reden mit Männern. Ach schön, so. Wir wissen ganz genau, wenn jemand in eine Debatte beleidigt, dann hat er verloren. Dein Schia Hamza sagt das. Bumm. Bumm. Hä?
Es ist ein, Sebum hatte von dem Abu Ali al-Samri, von, das ist auch ein TikToker, ein Bruder, ein irakischer Bruder, der macht die Debatten auf Arabisch, der hat mit dem debattiert und hat dieses Bum von ihm abgezogen. Aber Dingens, es ist eine Beleidigung für mich, wenn du auf Aisha den Salam sprichst. Ja, dann hast du, dann bist du derjenige, der als erstes beleidigt hat. Weil, wenn ich sage, wenn ich den Salam auf jemanden spreche, der deine Mutter getötet hat, okay, dann ist das für dich auch eine Beleidigung. Das fertig aus. Boom. Ich hol dich Mino hoch. Mino, kannst du gerne hochkommen. Wenn du keine Lernet machst, bleibst du oben. Ich hol euch alle hoch. Ich gehe niemals hoch, solange der Goofy-Dancer da ist. Bock, ja, nee. Weil ihr Angst habt, dann... Was war das für ein Geräusch? Guck mal. Geräusch! Was ist das? Hochkommen. Wenn du keine Lernet machst, bleibst du oben. Ich hol euch alle hoch. Ist kein Problem. Aber, ja, nee. Was ist das für ein Geheul? Omar war kurz bei dem drinnen, ja? Shaitan hat ihn kurz besessen. Weil ihr Angst habt, wenn ihr zum Beispiel zu Abu Talib, das möchte zu dem Vater von Abu Talib, der als Kafir gestorben ist, sagt doch auch keiner. Wie geht's, Achim? Verstehst du, was ich meine? Ja, nee, Abu Talib ist ein Kafir. Lahmtullah Ali. Barakallahu fikum, Achim. Wie geht's euch? Bruder. Salam alaikum. Du hast einfach Regale bei dir. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht's euch? Du hast einfach Regale und Kühlschrank? Na? Du hast einfach Regale und Kühlschrank? Kühlschrank? Wo? Ist das kein Kühlschrank? Nein, das ist mein Kleiderschrank. Ach, warum schreist du wohl? Achso. Bruder, das ist kein Knast, Bruder, das ist Hotel. Ich schwöre. Krass, oder? Das ist Gästehaus, Bruder, Gästehaus. Bruder. Ja, denkst, na ja. Wie, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß er nochmal, der bei Dings, Prison Break? Wie hieß er nochmal? Mike ist Hasso, Achi, Hasso. Er meint, wer heißt das? T-Bag. Nein, ich meine den Hauptdarsteller. Mike Scofield, Bruder. Scofield, Bruder, ich sehe da so viel Material. Der Scofield wäre da schon lange draußen, Bruder, mit diesem Material. Bruder, der hätte sich schon mit einem Löffel ausgegraben. Ja. Ja. Kennst du die Geschichte aus Palästina? Da haben sich auch sechs Gefangene aus einem israelischen Gefängnis mit einem Löffel ausgegraben. Ehrlich, ja? Niemals. Wallah, ich habe doch gepostet, Bruder, mit einem Löffel. Und der war alt. Mit einem verrosteten alten Löffel haben sie sich eine Höhle gebaut. Über ein Jahr hinweg haben sich eine Höhle gebaut. Und dann sind sie geflohen. Sechs Leute, die wurden dann... Subhanallah. Ja, ich habe es gepostet. Bruder, also guck mal, ich bin ehrlich, ne? Ich sag, Wahed, wenn er sich das wirklich ins Herz legt und hier weg will, kriegt er hin. Mhm. Aber du weißt, warum machst du das nicht, Hassan? Warum machst du das nicht? Du weißt, das ist nicht strafbar, Bruder. Nein, die Flucht selber ist nicht strafbar. Aber genau. Bruder, wenn du flüchtest, automatisch, du beschädigst was, richtig? Genau, und du verletzt vielleicht Leute und all das ist strafbar. Die zweite Sache ist, jetzt kommt der Hammer, Bruder, wenn du abhaust, du hast ja Einstattklamotten oder sowas, ne? Das ist alles Diebstahl, ja. Diebstahl, Achoy, nein! Unterschlagung, weil die das gegeben haben, Unterschlagung. Nein, Diebstahl, weil du haust ja damit bewusst ab, du weißt ja, dass du weggehst, also klaust du das. Aber das ist Unterschlagung, Diebstahl ist Unterschied, die haben dir das gegeben, du hast das nicht weggenommen. Ja, oder, okay, ja, achso, rechtlich gesehen meinst du, nein, okay. Genau, aber Unterschlagung ist ja dasselbe von Diebstahl, nur halt dieser Unterschied, dass du vorher nicht bekommen hast. Ja, also Bruder, im Endeffekt, guck mal, ne, wenn man das macht, dann muss man erstmal damit ausgesichert sein. Du darfst ihn nicht vergessen, du musst von hier weg, von Deutschland weg. Bruder, ich bin hier aufgewachsen, alles ja, muss auch wohin? Ja, Bruder. Wie lange musst du noch, Hassan? Nächstes Jahr. Also inshallah, ya Rabbil Alamin, also TE ist nächstes Jahr Oktober, aber bi'idhnillah vielleicht Was heißt TE? Afwan, Endstrafe. Ach so. TE ist das Wort mit dem Terminende, heißt das sozusagen. Ach so, ja, stimmt. Aber ja. Okay, du bist herzlich willkommen, Wallah, wenn du raus bist, komm nach Hamburg, Bruder. Barakallahu fik, Achya, barakallahu fik. Jazakallahu khaira, dankeschön. Wir nehmen dich auf, Bruder, wir bauen dich wieder auf. Shukran. Wie geht's euch, Achy? Alhamdulillah, ja, Bruder, dir? Alhamdulillah, ja, wie immer. Sahau hana, an dem der ist. Shukran, Bruder. Ja, Bruder, aber das ist schon Luxus, Alter. Im Knast einfach live zu kommen, Bruder, das ist schon... Also, ich hätte auch diesen Luxus gerne.
Ja, also es macht schon auf jeden Fall, also seitdem ich diese App so habe und nicht so gucke, die Zeit fliegt, Achui, Wallahi fliegt. Ja. Vor allem Wochenende ist, haben wir ein bisschen Ruhe, weißt du, da sind ja die Beamten nicht so viel unterwegs, sind wenige da. Na, also da haben wir viel, viel Zeit. Aber Bruder, weißt du, was cringe wäre? Achui? Wenn einer der Wärter, Bruder, auf TikTok unterwegs ist, Bruder, und dich dann sieht. Ja, Mann. Deswegen, also, klar, kann passieren, aber deswegen versuche ich mich dazu zu machen, ne? Weißt du auch, ja, aber Bruder, guck mal, die erkennen ja dein Zimmer wegen Gebetsteppich und sowas. Aber Bruder, guck mal, das Problem ist, wenn du auf deinem Handy irgendwie Nummern von dem Wärter hast oder so, dann wird er sogar vorgeschlagen. Dann steht da, vielleicht kennst du ihn. Ja, aber wo willst du denn die Telefonnummer haben? Ja, aber nicht, dass du irgendwie eine Nummer von einem Gefängnis hast, eine Nummer von irgendwas auf dem Handy. Auf keinen Fall Kontakte von irgendwelchen Gespräche haben. Ja. Egal, Bruder, wenn er dich sieht, dann mach mit ihm Hosting, Bruder, dann mach Live-Matches mit ihm. Dann ja, ne, sag ich. Wenn du mehr hast, dann kommst du frei. Wenn er mehr hat, dann kriegst du ein Jahr dazu. Subhanallah. Oh Mann. Das wär's ja. Na, Bruder. Und sonst auch nicht. Alles gut bei euch, inshallah. Alhamdulillah, alles gut. Gab vorhin eine kleine Debatte, Bruder. Sonst alles gut. Boah, am Ende, wie dieser kleine Sufi-Tänzer mich aufgeregt hat mit Abu Talib, alayhi salatu wassalam. Ja, Mann. Wallah, bin hochgegangen, hab Lahn auf seine Götzen, die er gemacht. Hassan, Bruder, erzähl mal ein paar verrückte Sachen bei dir. Was ist da passiert, so zum Beispiel, da wo du bist? Also, erlebt man da was oder alles langweilig? Ah, Bruder, also... Hier sind 600 gefangen nach Hui und von den 600 sind 550 behindert. Also da passiert jeden Tag hier was. Weiß ich nicht. Also. Hast du alte Bekannte dort? Sofort, dein Bruder. So, ich habe mir das Handy gegen die Wand gekickt. Was hast du gesagt, Bruder? Alte Bekannte? Ja, also sitzt du mit irgendjemandem, den du vorher kanntest? Ja, natürlich, viele. Viele. Okay. Oder hast du auch einen PC und Whirlpool? Voila, bloß also. Nein, aber ich zeig dir, was ich habe. Guck mal. Da ist doch Computer, habe ich gesehen. Oder Fernseher. Barakallahu fik. Guck mal, Tastatur. Whirlpool, Bruder, was ist noch? Einfach also wie bei Tony Montana Jacuzzi. Ich glaube, er hat auch Turba, ja, für diese Sajjade passend eine Turba. Mal gucken, ob ihr das seht. Er guckt Netflix mit Werther. Er benutzt deren Account. Ah! Guck mal, wie groß das ist, Bruder. Heftig. Oha. Heftig. Krass, Allah. Ja, ist mein Ersatzhandy halt, wenn Samhalla was passiert oder so. Mhm. Krass, ne? So groß, ja. Bruder, du hast ganzes IT-Equipment bei dir und die haben das nicht gesehen. Also. Subhanallah, ja. Das ist auf jeden Fall ein starken Schutzengel, Bruder. Der lässt dich auf jeden Fall nicht im Stich. Barakallah. Alhamdulillah. Ne? Aber ich lasse es natürlich nicht offen liegen, Bruder. Ne? Man packt ja die Sachen weg. Aber Bruder, haben die keine Detektoren oder so? Nein, nicht Detektoren. Du kannst doch. Also, wecken die dich auf oder wirst du. Also, stehst du selber auf? Beide, also die kommen um 6 Uhr morgens, ne? Ja. Guten Morgen sagen. Und ich habe Wecker immer um 5 Uhr, falls ich einschlafe oder so, dass ich das noch wegpacken kann, weißt du? Ach so, aber manchmal stehst du gar nicht auf, ne? Ist mir früher passiert, ja, Bruder. Und jetzt nicht mehr? Nein, ich wurde schon zu oft erwischt, Achüse, wegen so Dummheiten, weißt du? Wie erwischt? Erzähl mal. Na, einfach eingeschlafen, Bruder, und Handy liegen neben mir oder so ein Scheiß. Oder beim Nein! Nein! Die haben dich erwischt, während du eingepennt bist und dein Handy war neben dir. Bruder, wenn ich dir sage, wie oft du mich erwischt hast, du wirst sagen, du lügst. Nein, sag mal bitte. Wallah, Sidi, ich glaube 17 oder 18 Mal. In diesen 4 Jahren. Allah, krass. Aber warte, du kriegst doch jedes Mal, bei jedem neunmal erwischt werden, Bruder, kriegst du auf jeden Fall was dazu, ne? Nein, keine Strafe. Du bekommst Einschluss. Also du bist Freizeitsperre, heißt das. Das heißt, du darfst... So wie Bunker im Prison Break. Ja, so ungefähr, ne? Da kriegst du eine Woche Bunker für jedes Handy. Ja. Arrest mäßig. Also eine Woche mehr mäßig. Nein. Nein, eine Woche im Bunker. Er darf da nichts mehr machen. Ach so, okay. Nicht, aber wie 17 Mal? Also wie ist das denn? Also haben die bei allen 17 Mal immer gesagt, Bunker, oder wie?
Also ja, natürlich. Bei jedem Handy gehst du eine Woche in Arrest. Also Arrest heißt das offiziell. Ach, ne? Okay. Aber das nimmt sich nicht viel von aber, dir. Aber warte, also du hast jetzt 18 Handys insgesamt jetzt. Also 17 abgegeben und jetzt hast du das 18. in deiner Hand. Namen, genau. Ja, Bruder, ich hoffe, das waren alles keine iPhones oder so, ja? Bruder, wenn ihr nachher oder heute Abend voll live seid, ich zeig dir das mal, die Auflistung. Ein paar iPhones, ein paar Samsungs, so. Bruder, aber wenn du rausgehst, kriegst du die? Das ist es, Bruder, ne? Nein, es sei denn, ich... Nein? Oder hättest du mies An- und Verkauf aufmachen können, Bruder? Ja, das Ding ist, du musstest pro Handy 150 Euro bezahlen für die Softwarereinigung. Es kann ja sein, dass ich irgendwas fotografiert habe, sicherheitsrelevantes, bla bla, weißt du? Okay. Ja. Überleg mal, dieses Werkeinstellung zurücksetzen wollen sie 150 Euro. Bist du ein Klick, Walla, was ist das für ein Abzocker, Alter? Das machen die bewusst, damit die Leute das nicht zurückholen. Ja, weißt du? Ja, okay. Scheiße, aber Bruder, in welchem Zeitraum war das 17 Mal? In 4 Jahren, Bruder. Ach so. Ja. Alle paar Jahre hast du 6 Mal so dein Handy. Ja, kann man sagen. 4 Jahre, 17, warte, das ist dann... Bruder, es gab eine Zeit, da war es leider sehr oft hintereinander, ne? Also sage ich mal, in so einer Zeitspanne von 10 Monaten haben sie so 8 Stück, 9 Stück habe ich einmal. Ja, aber das war so eine... Wie soll ich sagen, das war so eine Zeitspanne, Bruder, da waren sie sehr, sehr hinter Handys. Weil sehr viel war mit sozialen Medien im Knast, ne? Ach so. Ja, das war so 2020, 21, da haben sie richtig Gas gegeben, Bruder. Die haben sogar so eine Detektoren angebaut, die nennt sich Handyblocker, ne? Ja. Alhamdulillah, Bruder, sind wir in Berlin mehr oder weniger in der Stadt, so dass die umliegenden Häuser und umliegenden Straßen auch damit betroffen waren. Und die mussten das wieder abbauen. Boah. Ja, Bruder. Die haben 3,5 Millionen Euro ausgegeben für diese scheiß Blocker. Im Endeffekt mussten die das wieder abbauen. Wegen den anderen Leuten halt. Die haben geklagt, ne? Scheiße. Ja, Bruder. Aber wie Handyblocker? Was passiert da? Also was machen die? Hast kein Handyempfang. Ah, und die Leute haben sich beschwert drumherum. Richtig, die um den Knast herum leben. Oder die Läden. Oder die Autofahrer. Wie auch immer halt, ne? Die so, die drumherum sind, genau. Geil, Alter. Ja, oder was? Das ist nicht ja, schön. Bruder. Ja, Shisha-Jang. Wallah, lang Glück gehabt haben wir da. Ja, Bruder. Oh, das ist schon mies, Mann. Nein. Ah, Bruder. Bruder, vielleicht kannst du dir den Bruder der Botaniker hochholen. Ja, ich hab den eingeladen. Komm hoch, Bruder. Das ist ein stabiler Bruder. Der Botaniker? Ja. Ja, ich habe jetzt herausgefunden, dass er ein Schiite ist. Schiite? Ja. Ein Schiite mit wundervoller Arbeit, nur mit noch nicht genug Aufmerksamkeit für seine Arbeit, Wallah. So. Bruder, ein Weicher. Aber der hat den Zeller für dich, Bruder. Versteh das nicht falsch, Bruder, bitte, ne? Ja. Bevor ich so Wissen hatte, oder beziehungsweise, was heißt Wissen? Bevor ich mich überhaupt so ein bisschen beschäftigt hatte, subhanallah, ich dachte, Wallah, verzeih mir, Wallah, ich muss das, ich dachte damals, dass Rafidi ein Ausdruck ist. Also, weißt du, ich meine? Nein, ja, ich weiß, was du meinst. Das denken auch immer noch viele. Du bist aber auch Rafidi, Bruder. Du bist ein Rafidi der deutschen Gesetze, Bruder. Also, Rafidi heißt Ablehner, Bruder. Und auf jeden Fall, wie heißt das? Okay. Ja. Also viele sind so, also dass die so dachten, dass das eine Beleidigung ist. Auch einige Schiiten denken, das ist eine Beleidigung. Aber das ist keine Beleidigung, Bruder. Das heißt einfach nur Ablehner und wir wurden so genannt, also gemäß unseren Überlieferungen. Das ist kein Name, der neu ist, sondern den gab es auch schon vorher. Nämlich die Gefährten von Musa a.s. beispielsweise haben Frauen abgelehnt. Und daraufhin wurden sie auch Rafida genannt, laut unseren Überlieferungen. Und das ist genau dasselbe wie bei dem Propheten Muhammad. Also wie auch bei ihm, Bruder, haben wir jene abgelehnt, die von anderen auch hochgepriesen wurden, deswegen wurden wir auch Ablehner genannt. Verstehe, okay. Ja, genau. Ach so, das heißt Ablehner, ha? Das heißt nur Ablehner, ist keine Beleidigung oder so, einfach nur Ablehner. Okay. Genau. Ich dachte, geht wie bei den anderen halt, ne? Wie zum Beispiel, wie? Dass es auf den Ursprünger zurückgeht halt, ne? Mhm. Ja.
selbst zur Zeit des Imams, Imam Jafar al-Sadr al-Salam, haben die Schiiten gedacht, das ist eine Beleidigung. Und sie sind zum Imam gekommen und haben gesagt, sie nennen uns Rawafid. Und er sagt, seid stolz auf diesen Namen. Ja, okay. Subhanallah. Also das ist schon damals so gewesen. Und Imam Jafar al-Sadr ist bei uns so der sechste Imam. Das ist einer der Nachkommen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben auch übrigens Überlieferungen, wie zum Beispiel Imam al-Bakr alayhi salatu wassalam selber gesagt hat, ich bin selber einer von den Rawafid. Oh, Bruder, zu den 12 Imamen, ne? Zählen bei euch die ersten 4 Imame auch mit? Die... Ja. Nein, er meint andere Imame. Nein, Bruder, nein, Abu Bakr, Bruder, Omar und Osman. Ich glaube, er meint vielleicht Maliki, Shafi'i, Hanbali. Nein, er hat schon recht gehabt. Ich meine Abu Bakr, Omar und Osman. Ah, nein, Abu Bakr, Omar und Osman, Bruder, die sind bei uns keine Imame, Bruder. Also die sind bei uns eher Imame des Kuffers, also so. Bei uns, okay. Bruder, das ist komplett, yani das Gegenteil eigentlich. Bei uns ist Imam Ali der erste Imam. Okay, verstehe. Ja. Dann, okay. Und ab dann sozusagen die Khulafa, die dann kommen, ab dem, genau, ab ihm kommt dann nach Imam Ali, kommt sein Sohn, Imam al-Hassan. Und danach, genau, aber ab dann haben wir die gleichen sozusagen, sage ich mal, ne? Khulafa. Nein, Bruder. Ab da wird das noch schlimmer, weil dann habt ihr noch andere. Verstehst du? Also, ja, Muawiyah und ja, meinst du, diesen Krieg, ne? Diese Dance danach kam, ne? Ja, alles, was danach kam mit Imam Hussein, Karbala und so weiter und so fort, was da alles passiert ist. Also die Situation ist dann noch schlimmer. Also was heißt noch schlimmer? Es hat sich auf jeden Fall... Eskaliert, ja. Es ist, genau. Es ist nicht besser geworden. Und wie heißt das? Also Imam Ali ist der Einzige, wo ihr sagt, er war ein Khalif, wo wir sagen, er ist ein Khalif. Nur die Anzahl, wann? Bei euch Vierte, bei uns Erste. So. Und das ist der Unterschied. Ja, verstehe, also, okay. Genau. Nein, noch, okay. Ja. Aber Bruder, du weißt doch, dass wir Schiiten... Also, kein gutes Verhältnis zu Abu Bakr, Omar und Osman haben. Ja. Aber ich wusste es ja nicht. Ich dachte, weil... Ich wollte jetzt wissen, ob die ersten vier mitzählen bei euch oder nicht mitzählen. Oder? Ich wusste also, das. Nein, die zählen nicht bei uns. Weil bei uns, bei uns sind Imame, also die Imame, die wirklichen Imame, die 12 Imame, bei uns sind die müssen rechtschaffen sein und unfehlbar. Mhm. Also bei uns sind Imam Ali auch unfehlbar. Er macht keine Fehler. Masum, meinst du? Masum, genau. Okay. Ja, richtig. Das ist so bei uns. Und genau. Okay, okay. Bruder, warum wird der Botaniker die ganze Zeit rausgekickt, ja? Das ist auch nicht, Bruder. Aber glaub, Bruder, du kennst dich auch so ein bisschen aus. Kannst du so ein paar Schiiten bei dir in der Gegend? Oder was hast du so gehört? Ja, ich habe sogar einen Schiiten hier bei mir, Bruder, ja? Ein, der ist Azeri. Türkisch Azeri. Kennst du das? Ja, Azeris, ja. Viele sind da schon. Nein. Ja. Der ist auch bekannt eigentlich, also so aus den Medien und so. Wie heißt der? Bruder, ich weiß nicht, ob du da damals in Berlin die Geschichte gehört hast, diese Hells Angels-Geschichte mit Kadir. Ja, kenn ich, ja. Ja, dieser Kadir sitzt mit mir hier, also der Lebenslängliche. Nein! Ja, Wallah. Was? Ja, der ist doch auch Shia. Ja, also ich glaube schon, ja. Nee, der ist hier, Bruder, 100%. Ich sehe ihn ja jeden Tag, wir sind jeden Tag hier. Boah, als ob der... Nein, Bruder. Und der ist auch, ne? Der hat auch so ein Erbe aus Karbala, darauf betet er hier auch, hat er hier so bei sich. MashaAllah. Aber nein, Bruder, ganz kurz, also der wird niemals rauskommen, ne? Lebenslänglich heißt 10 lebenslänglich. 10 Jahre, lebenslänglich bedeutet 16, nee, 15 Jahre, 23 Na, Jahre oder 15 Jahre, irgendwie so. Guck mal, mein Bruder, in Deutschland ist lebenslänglich, rechtlich, gesetzlich, lebenslänglich. Genau. Was du bekommst nach 15 Jahren, bekommst du einen Termin beim Gericht, da bekommst du die sogenannte Mindestverbüßungszeit. Ne? Hm. So, nach 15 Jahren, Bruder, gehst du zu einem Richter und dieser Richter, nach 15 Jahren sagt er dir, so und so, sie sind jetzt seit 15 Jahren da, sie haben 12 Jahre kein Mist gebaut, da und da, so und so. Okay, sie haben ihre Tat zugegeben, Mindestverbüßungszeitraum 19 Jahre Beispiel. Ja. Dann geht er wieder zurück, dann sitzt er die restlichen 4 Jahre ab, das heißt dann 19. Und dann geht er wieder vor den Richter und dann guckt er, wie er war. Und dann sagt er entweder ja, wenn er nein sagt, kommst du nach 2 Jahren nochmal zu ihm. Und das Spiel geht immer so weiter, alle 2 Jahre wirst du geprüft. Nein. Ja, Wallah, Bruder. Ja. Also der wird so gesehen, also, nach 20 Jahren vielleicht.
Er hat Hoffnung, dass er Abschiebung geht nach 15 Jahren. Also, Bruder, er sitzt ja auch schon seit 9 Jahren, sitzen die, ne? Seit 2013, 14? Ja, Bruder. Ach so, ja, stimmt, stimmt, ja, genau. Ja, und der will Abschiebung gehen, weißt du, also hoffe ich auch. Was, wie Abschiebung? Also vom Knast Abschiebung oder was? Nach Türkei, nein, nach Türkei. Er will nach Türkei abgeschoben werden in den Knast? Nein, ins Land. Guck mal, das Ding ist, wenn du nicht europäischer Bürger bist, ne, sagen wir mal Türkei, Marokko, Irak, Iran, also nicht Europa, nicht EU, ne? Ja. Wenn du abgeschoben wirst, wirst du in die Freiheit abgeschoben. Weißt du, ich meine? Ach so. Na, du also, wirst jetzt... also du kannst als Häftling, obwohl du deine Strafe nicht abgesessen hast, in die Freiheit eines anderen Landes abgeschoben werden. In dein Land, wo du den Pass für hast. Okay, und sagen aber, die dem Land, was du angerichtet hast. Ja, natürlich, die übergeben dich an der Polizei, aber dafür muss hier die Staatsanwaltschaft zustimmen, der Richter zustimmen und du musst mindestens 2/3 abgesessen haben. Das heißt, 66% deiner Straftat, deines Strafmaß. Aber da er lebenslänglich ist, muss er mindestens 10 Jahre absitzen, aber Bruder, 10 Jahre Abschiebung zu geben, weil lebenslänglich ist so gut wie unmöglich fast in Deutschland, weißt du? Leider. Wieso? Also, aber es ist möglich auf jeden Fall. Ist, guck mal, Bruder, wenn es inshallah alles gut gedenkt, der ist so in 6-7 Jahren abgeschoben, inshallah, maximal. In 6-7 Jahren wird er abgeschoben, inshallah? Also, was ist inshallah? Inshallah draußen halt, ne? Sag ich mal. Ja. Hört sich voll dumm an, ne? Was ich gerade sagte. Weil ich höre das zum ersten Mal, dass man sagt, inshallah wird er abgeschoben, weißt du? Aber das ist ja was Positives dann für ihn. Ja klar, Bruder, wenn man leider so einen Berg von Erdrückung vor sich hat, na, mache ich. Ja. Allah, ich wünsche alle, Allah, Bruder, ich wünsche jeden, Achi, jeden Menschen, das hat zu mir. Kann man irgendwie deine Kaution zahlen oder so? Barakallahu fik, Achi Karim, barakallahu fik. Gibt's ja nicht bei Strafgefangenen, ne? Sowas gibt's ja nur in Urhaft, wenn überhaupt. Ach so. Bruder, gibt es auch welche bei dir, wo du weißt, die waren 100% so, ja, ne, unschuldig? Ja, Bruder, wallah, nicht nur. Gibt es viele. Viele. Also, unschuldig in dem Sinne, dass er so die Straftat, die sie ihm vorgeworfen haben, nicht gemacht hat, beispielsweise. Oder er war mit einem Freund zusammen. Der Junge sagt nur, dass er nichts damit zu tun hat, aber die denken, er will ihn schützen und verurteilen ihn mit und sowas. Gibt's zu Genüge leider. Weißt du? Ja, das ist schon krass, ja. Ich höre das auch oft. Das ist schon schlimm hier. Na, mach ja. Es gibt in Deutschland leider dieses Problem, dass der Richter hat einen Ermessensspielraum. Wenn der Richter denkt, du warst es, dann warst du es. Kannst du machen, was du willst. Weißt du? Ist leider sehr, sehr schwierig. Also gibt's keine Möglichkeit, Widerspruch zu erheben oder so? Doch, du kannst Berufung machen beim Amtsgericht oder Revision beim Landgericht. Aber welche Krähe kratzt der anderen Krähe ein Auge aus, Bruder? Weißt du? Ist ja so. Kein Richter wird dem anderen Richter sagen, ah, nee, da hast du zu Scheiße gebaut. Jetzt werde ich dich ja erstmal gerade schieben. Bruder, dieser Spruch war gut, ja. Also, welche Krähe kratzt dem anderen? Ja. Welche Krähe kratzt der anderen Krähe ein Auge aus? Ist das ist ein Sprichwort, ein deutsches Sprichwort. Ja, hackt heißt das, aber kratzt kann man auch sagen. Okay. Ach so. Hackt, Afwan. Ja, genau. Ach, Problem. Aber der anderen kein Auge. Aber tatsächlich gibt es manche Unterschiede, Habibi. Zum Beispiel in dem Berliner Raserfall. Diese zwei Jungs, die mit dem Auto durch Berlin gerast sind. Ja, ja. Da war erstmal auf Totschlag plädiert, also auf Totschlag geurteilt. Und dann sind die hochgezogen zum BGH und die haben dann nochmal gesagt, sollen das sich das nochmal anschauen. TikTok-rechtlich, ja. Bruder, ich weiß ja nicht, wie weit du mitgekommen bist in diese Geschichte bei Hamid und, also Hamid heißt er und der andere weiß ich nicht, das sind die, die Kudam-Raser nennt sie sich da. Ja. Du musst dir vorstellen, Bruder, die zwei Jungs, die sind so gut, die sind nicht kriminell oder so, ne? Ja, ja. Also in dem Sinne. Ja. Die machen Dummheiten, haben ein Rennen gemacht, hat einer gestorben, ja. Bruder. Ne? Der da gestorben ist, der ist ein Jude. Du kannst das alles nachlesen, Bruder, in Zeitung, komplett. Ja. Der gestorben ist Jude und sein Sohn war Nebenkläger da auch. Mhm. Die wurden angeklagt wegen Totschlag. Mhm.
zum Schluss wurden die verurteilt, Bruder, wegen Mord, haben lebenslänglich bekommen. Ich weiß, Bruder, ich habe den Fall bei mir damals im Studium durch hoch und runter spielen müssen. Weil, ach so, bist du bis zum Schluss gewesen? Da ist halt, die sind alle beide lebenslänglich drin jetzt, weißt du? Ich weiß, Bruder, meine ich ja. Ach. Und ich dachte ehrlich, Bruder, ich wusste das nicht mit dem Opfer, wusste ich jetzt nicht, wo er herkommt oder was, welche Religion er angehört. Aber ich habe selber auf Mord plädiert, in meinen Fällen, wo ich das gelöst habe. Weil das Ding ist, Bruder, die sind ja in der Nacht durchgefahren. Der Grund, warum das erste Gericht gesagt hat, Totschlag, weil die meinten, die wollten keinen töten. Wer mit so Luxuskarossen durch die Gegend fährt, der will ja nicht sein Auto kaputt machen. Der will ja sauber durch die Straße kommen. Bruder, die wurden schon in der ersten Instanz auf Mord verurteilt. Mhm. In der zweiten, dann haben sie Revision gemacht. Genau, da war dann Totschlag, genau. Richtig, dann haben sie gesagt, das ist zu viel. Dann haben sie bei ihm gesagt, der geht runter auf Tod, der bleibt bei Mord. Genau. Hat er gesagt, okay, dann ist er wieder zu Gericht. Haben die gesagt, neue Verhandlung. Weißt du, was der Richter gesagt hat? Mhm. Obwohl die Richter bei beim Bundesgerichtshof gesagt haben, ey, ihr müsst das neu verhandeln. Bleibt dabei. Er hat ihn wieder lebenslänglich bekommen. Genau, genau. Ja, Bruder. Ja. Und der Unterschied war... Oh, das ist ja Korruption, sein Vater. Bruder, das ist Politik. Ja, das ist so halt, die haben das anders gewertet. Die haben gesagt, wer mit dem Auto so fährt in der Nacht, der muss das wissen, dass da auch Menschen rumgehen können. Und das erste Gericht hat gesagt, gegenfährt, und zwar vor allem in der Nacht, der geht nicht davon aus, dass da Menschen kommen könnten. Die wollten wirklich nur dieses Rennen und die haben sozusagen aus Versehen jemanden umgebracht. Und weißt du, warum der Richter, guck mal, das Ding ist ja, wenn du in Deutschland Mordanklage hast und wegen Mord verurteilt werden willst, gibt es dafür Punkte, die eingehalten werden müssen. Beispielsweise genau. Heimtücke, genau. Vorsatz. Mordmerkmale, genau. Die Merkmale müssen vorhanden sein, so. Heimtücke, weißt du, gemeingefährlich oder, genau, mordlos, oder Verdeckungsstraftat. Nein. Und die sagen, guck mal, du kennst ja den Kudamm, ne? Der hat Gedächtnis. Ah, nein, kommt ja nicht aus Berlin. Ja. Du musst dir vorstellen. Aber Kudamm kennt man, Bruder. Ja, genau. Und da ist so eine Straße, Bruder, die geht so ein bisschen eine leichte Kurve nach links. Ja. Und da ist es ja passiert. Hm. Und weil die gesagt haben, dass er um die Kurve gefahren ist und er müsste damit rechnen, dass da einer sein könnte. Und die haben es mindestens billigend in Kauf genommen, jemanden zu töten. Genau, das darum ging es, ein Eventualvorsatz. Und das mit roten Ampeln, da war auch noch was mit roter Ampel, weil die sind viele, ja auch rot, genau. Drei oder vier rote Ampeln haben die überfahren, viele. Genau, und das kann mir dann nochmal erschweren. Oder wann war das? Oh, Bruder. 5 Jahre, 4 Jahre? Mindestens, weil ich habe das ja geschrieben, im 2017, 18 habe ich, glaube ich, geschrieben. Darf ich fragen, Berlin, was du machst? In Berlin ist doch irgendjemand, also Jurist, vor kurzem war das aber, der ist irgendwo da reingefahren in diesem Markt. Bruder, im Markt reingefahren, Bruder, das war hier tagtäglich leider. Ja, das ist aber auch. Nee, da hat er eine Klasse überfahren oder so. Ja, ja, der ist in einen Einkaufsladen reingefahren, genau. Genau, richtig. Das war so ein Sinti oder Roma war das, ne? Bruder, ich weiß nicht, wie du meinst gerade. Meinst du vielleicht den mit dem Jeep, mit dem Porsche? Nee. Das war so ein anderes Auto. Ach so, Brandenburger Tor. Ich glaube. Ich weiß es nicht, aber die Polizei, die Berliner Polizei hat ihn auch festgehalten und so, und das ist auch auf Kameras zu sehen und so, wie er dann redet und sich entschuldigt oder was weiß ich, und auf Sinti und Roma. Also er ist Sinti oder Roma. Okay, subhanallah. Ja, Bruder. Ja. Bruder, der Mino, der ist Anwalt, Habibi. Wirklich, Mino, bist du Jurist, subhanallah? Ja, Habibi, ich bin Jurist. Allah, mashallah. In welche Richtung? Eher Zivilrecht, Bruder, aber Strafrecht ist auch halt ein Teil davon. Ne? Das ist ja, Bruder, die Sunniten bringen dich in den Knast, Bruder, und Mino holt dich raus, vertrauen. Bruder, ich habe mich selber in den Knast gebracht, Bruder. Siehst du, ja, du bist Sunnite, Bruder, deswegen, er bringt dich raus. Ich mach Spaß, Bruder. Ja, ich weiß gerade, alles gut. Bruder, ja. Warte, Allahumma barik, Mino, ja, schön, ey. Mashallah. Nee, als Jurist ist ja egal, da musst du ja, das Grundgerüst ist der, genau. Strafrecht, glaube ich, ne? Genau, ja, du musst das Strafrecht ja auch kennen. Ne? Ja. Meine Nichte hat das, also hat auch ihr Examen jetzt gemacht oder vor Mashallah. Ein Jahr oder so. Nein. Ja, oder? Mashallah, schön. Ja. Bist du auch da tätig? Ich bin gerade bei den Leuten, die dich reingebracht haben, Bruder. Egal. Ach, du bist auf der Gegenpartei. Ich bin gerade ja auf der Seite. Aber Bruder, ich will über meinen Beruf hier nicht so öffentlich reden. Scheiß drauf einfach. Aber ja, ich bin auf der anderen Seite, Bruder. Ah, das ist anders. Ich verstehe, was du meinst, Bruder. Schön, wallah, gut. Ey. Das ist eine. Ja, ne. Da hast du ja richtig was hinter dir gebracht, oder? An Arbeit. Ich sag dir, vor ein paar Monaten hätte ich, wenn ich dich hier gesehen hätte, ich müsste das melden, Bruder.
So krass, da, ja? Ja, weil da hatte ich die Pflicht, wenn ich das sehe in meinem und du nicht so jetzt mit meiner Familie gehörst oder so, dann hätte ich das melden müssen. Okay. Ich hätte einfach gesagt, ey, Mino, ich bin's. Kennst du nicht deinen dritten Cousin vom dritten Grad? Ja, Bruder, krass. Ja, bei Familie und so, da muss ich nicht. Das so, aber ich sag dir ehrlich, Bruder. Nee, verzeih mir, Mino, erzähl, Bruder. Nee, ich bin fertig, Habib. Hassan, Bruder. Na, mach ruhig. Bruder, mit den, also ich habe schon mein Leben mit einigen Insassen und vielleicht auch welche, die danach freigelassen wurden, gesprochen. Und Bruder, bei denen merkst du, die sind nicht ganz, also Haftschaden ist auf jeden Fall da. Aber Bruder, bei dir, ich merke, du bist ganz klar, ja, nee, Subhanallah, das hat dich wirklich nicht mitgenommen, diese Zeit. Also ich hoffe auch so, die Gedanken habe ich mir eben auch gemacht, wenn da rauskommt, dass er auch so halt so ein lieber Typ ist, wie er jetzt ist. Nicht, dass das jetzt so ein auf... Weiß ich nicht, so ein Effekt. Aber bei manchen merkst du das schon, während die schon drin absolut sind. Absolut. Ja, okay, stimmt. Das auch. Ja, das stimmt auch. Ich hatte mal damals, als ich im ersten, zweiten Semester habe ich im Hotel gearbeitet, da hatte ein Typ hatte offenen Vollzug. Gelegentlich durfte er raus. Und hat sich dann immer halt so ein Zimmer genommen. Bruder, wo ich mir dann dachte, wow, wie er redet und wie er sich gibt, Bruder, der Typ hat richtig einen Dachschaden gehabt. Er war jahrelang drin und dann durfte er halt am Wochenende immer raus. Der hatte wirklich Dachschaden. Krass. Ja, Bruder, es ist, also, gibt's so, guck mal, ich kenne hier, Subhanallah, guck mal, weil du das gerade erwähnst, über mir ist einer, ein Tschetschene. Mhm. Bruder, du weißt ja, wie Tschetschenen sind, ne, stabile Leute eigentlich, ne? Ja. So halt. Wallahi, Bruder, der hat einen Schaden vom Feinsten. Der schreit, er redet mit sich selber, ohne Witz, Bruder, kein Witz, wenn ich jetzt sage, 3-4 Stunden schreit er sich selber an, gegen die Wand, so. Was sagst du da? Was mal? Ja, ne, Knast, der hat einen Schaden bekommen. Einfach so von heute auf morgen, Bruder. Der war komplett normal. Aber viele. Bruder, das kommt sehr schnell, Bruder, wenn du hinterklappst. Bruder, bist, ja? ich sag dir ehrlich, in dieser Zeit, guck mal, wir haben letztens schon darüber gesprochen, auch ein bisschen im Witz, aber ich meine das ernst, Bruder. Geh auf diese Seite, mustahab.de, da findest du so viele Adayat und Munajat, wo das sind die Worte der Imame, die wir folgen und so. Sie haben so Bittgebete geschrieben und sowas. Guck mal, wie sie zu Allah sprachen, Bruder. Lies das nach. Ne? Du kannst ja auch Arabisch, inshallah. Dann liest das sogar im Arabischen, Bruder. Ich schwöre dir, Bruder, das sind Liebesbriefe an Allah. Wenn du siehst, wie diese Menschen mit Allah gesprochen haben, das heilt die Seele, Bruder. Egal, wie gesund du uns jetzt rüberkommst, ich weiß, dass... Barakallah, nein, du hast völlig recht. Die Wände schon ihre Auswirkungen auch auf dich haben, Bruder. Deshalb versuch deine Seele immer zu füttern und damit gesund zu erhalten. Du hast, wallahi, Bruder, das ist das, also, du hast es auf den Punkt gebracht, ne? Wenn du deine Seele oder dein auch dein Charakter und deine Nerven nicht jeden Tag trainierst, hast du verloren, Bruder. Genau. Bruder, aber dieser Tschetschene, Bruder, also, was ist denn mit, also, wie lange sitzt er? Ist er psychisch krank geworden? Was ist das? Barakallahu fik, Sheikh Hassan, danke, Achi. Bruder, der ist, ja, der hat, guck mal, wenn du mit ihm redest, ne? Merkst du das nicht? Da hat er nicht so. Aber er ist ja genau über mir. Ich höre ihn ja schreien, reden. Und er ist ja Einzelzelle. Er redet ja mit niemandem außer mit sich. Ne? Aber was redet er so? Bruder, komplett Schwachsinn. Ich hab dir gesagt, was redest du? Ashhadu la ilaha illallah, mach das sowas nicht. Ich hab dir gesagt, geh runter, geh hoch. Das ist schon echt gruselig, ja. Oder? Also hat keinen Sinn, keine Zusammenhänge. Aber Bruder, vielleicht telefoniert er und du weißt das nicht. Ja, aber Bruder, dann würden doch die Zusammenhänge wenigstens irgendwie Sinn machen. So. Und ganz ehrlich, Bruder, also ich weiß nicht, welcher Mensch sich am anderen Ende der Telefon 2 Stunden anschreien lässt. Irgendwann legt er da auf. Also ich weiß nicht, was ich kann. Das ist geil. Ja, Bruder. Ja, Mann. Bruder. Was sagt er? Wie lang saß er da, Bruder? Wie lange sitzt er, dieser Tschetschene? Wallah, ganz ehrlich, genau 10 Jahre jetzt. Ja, Bruder, das ist normal, dass er auf jeden Fall einen Knacks bekommt, ja? Ja, also einen Knacks zu kriegen ist. Man kriegt, Bruder, du darfst ja nicht vergessen, ne? Du bist ja teilweise hier, du stehst auf, du bist alleine, du gehst schlafen oder bist alleine. Du bist, Bruder, ich hab nicht gehört, wie viele Jahre? 10 Jahre, Bruder, hat er. Was ist das denn? Ja, ja. Ja. Bruder, der hat die Welt verpasst. Der hat den Anschlag auf Frankreich verpasst. Der hat alles verpasst. Der hat verpasst, das iPhone 6. Den hast du ja wenigstens noch mitbekommen, Bruder Hassan. Der hat nicht mal Dings mitbekommen, die Weltmeisterschaft. Wollte ich gerade sagen, Weltmeisterschaft, alles. Namen.
Aber guck mal, Bruder, weil ich das eben gesagt habe, guck mal, du betest wahrscheinlich, Alhamdulillah, auch. Du hast ja Gebetsteppich da und so. Aber diese normalen Gebete, die man selber macht, Bruder, das sind ja Ritualgebete. Du sprichst ja das nach, was uns vorgegeben ist und so. Nein. Aber diese Bitten, genau, diese Dua und diese Munajat, Bruder, ich schwöre dir, zum Beispiel jetzt, wir sind im Monat Schaban. Monat Schaban ist ja ein heiliger Monat. Nein. Wir haben eine Munajat, die heißt Munajat al-Shabaniya. Die ist empfohlen im Monat Schaban. Vor allem ist sie empfohlen in der letzten Nacht vom Monat Schaban, wenn es zum Monat Ramadan geht, in dieser Nacht zu rezitieren. Ich schwöre dir, Bruder, bei Allah, ne, wenn du diese Munajat liest und du nicht irgendwie so denkst, oh mein Gott, diese Munajat ist genau für mich geschrieben. Wenn du das nicht denkst, komm und spucke mein Gesicht. Weil du ist es auf deine Seite, Bruder? Nein, Habibi. Guck mal, ich habe das in meinen Kommentar gemacht. Kann einer meinen Kommentar fixieren oder so? Najafi, Bruder, geht das bei dir? Weil ich kann das nicht machen. Die Moderator machen das, Bruder. Ja. Ich habe gemacht mustahab.de. Bruder, mustahab.de. Da geht jetzt gucken, ja. Okay. Bruder. Und das Ding ist, da musst du dann suchen bei Heilige Monate und dann kommt Schaban und dann guckst du da Munajat al-Shabaniya. Genau, da hat der Bruder das nochmal geschrieben, mustahab.de. Auf jeden Fall, diese Munajat ist von Imam. Warte, ich mach das Screenshot, Bruder. Okay, Bruder. Und wir haben auch einen Imam, Bruder. Einen Imam, der 12 Imam, alaihissalam. Der saß auch sehr lange Zeit im Gefängnis. Der 7. Imam, Imam Musa al-Kadhim, alaihissalam. Und er hat auch sehr viele Bittgebete im Gefängnis, dass er aus dem Gefängnis das heißt, befreit genau. werden soll durch Allah subhanahu wa ta'ala. Er wurde 15 Jahre, Bruder Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, von Gefängnis zu Gefängnis gebracht. Er hat 4 abbasidische Khalifen erlebt, okay, bis Harun Rashid la'natullahi alayhi kam und ihn ermordet hatte mit Sindhi la'natullahi alayhi. Wurde er von 15 Jahre von Gefängnis zu Gefängnis gebracht, von Syrien nach Bagdad, nach da, hier und da, yani wirklich 15 Jahre nur im Gefängnis verbracht. Und da kannst du dir mal anschauen, Bruder, 15 Jahre nur im Gefängnis verbracht und das ist ein Imam, der von Gott auserwählt wurde, was der alles für dich bereitgestellt hat an Bittgebeten und an Ad'iya, die du zu Allah subhanahu wa ta'ala bitten kannst im Gefängnis. Guck mal, Bruder. Guck mal, in dem einen Vers, diese Dua, diese Monajat ist sehr lang, aber in dem einen Vers sagt er, Ilahi, also mein Gott, mein Leben habe ich vertan, dich leidenschaftlich missachtet und meine Jugend habe ich vergeudet. Berauscht von der Ferne zu dir. Bruder, das Ding ist, diese Monajat ist einfach voller wunderschöner Sätze. Allahu Akbar. Sag mal den letzten Satz nochmal nur. Er sagt, das Ganze ist nur ein Satz, guck mal, er sagt, Ilahi, also mein Gott, mein Leben habe ich vertan, dich leidenschaftlich missachtet und meine Jugend habe ich vergeudet, berauscht von der Ferne zu dir. Das Ding ist, Bruder, guck mal, das ist das Deutsche. Wallah, das Allahu ist im Arabischen, Akbar. Bruder, im Arabischen, wenn du das liest, du kennst ja auch die Sprache, Bruder, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und du wirst denken, dieser Monajat ist ein Brief, den hat man eigentlich geschrieben, damit genau du das liest. Jeder normale Mensch wird sich denken, genau das trifft auf mich zu, genau das trifft auf mich zu. Egal wie gut du bist, aber ein demütiger Mensch wird denken, das ist genau für ihn. Deshalb, Bruder, dieser Monajat, das wird deine Seele, inshallah, heilen. Und das heißt, Barakallahu fi akhi. Unterstützen, inshallah. Und dann. Barakallahu fi akhi. Werde ich, inshallah, auf jeden Fall da reingucken, 100%. Inshallah. Ali Agaton. Ich glaube, du warst auch mal irgendwo, wa? Kennt ihr ihn, Ali Agaton, oder ist er nur so jetzt? Der Bruder ist ständig hier, aber ich kenne ihn leider nicht persönlich. Achso, okay. Bruder, wir haben ganz gefährliche Rawafat unter uns, ja? Okay. Das war noch mal, ja. Allah Akbar. Ibn al-Haram, Einstein, Ibn al-Haram. Ach, ich mach kurz schon die Kamera aus, ne? Oder wo Bizeps, bist du da? Ja, Bruder, ich bin da eben. Ja. Was war heute Morgen los, ja? Warte ganz kurz, eine Minute, ja, Habibi? Ja, okay, Bruder.
Yalla, Bruder, Habib, Salam. Okay, Habib, Salam. Möge Allah dich beschützen, Bruder. Najaf, Bruder, ich muss mich langsam jetzt auch auf den Weg machen. Okay, Bruder, jetzt. Ich mache das und ich muss arbeiten. Okay. Allen noch einen schönen Abend, bis später, inshallah. Bruder, Salam. Salam alaikum. Bist du da, Witzig, oder? Lass nur verstehen, was heute war, Alter, ja. Ja, Bruder. Und was war heute? Ja, Bruder, auf jeden Fall, der Khaled war ja live, okay, und da war Ali Madad drin und Muhammad Balhas, also sind ja auch Schiiten, weißt du, und sein Cousin auch. Auf jeden Fall, die reden so über Schia, die reden über Hezb, diese ganze Filme, weißt du? Hat er gegen Hezbollah gesprochen? Ja, auch, weißt du. Aber als Libanese? Ja, als Libanese, aber nicht der Khaled, sondern sein Cousin und so. Dann habe ich mit ihm geredet und habe ich halt gesagt, wie kann man als Libanese gegen Hezb sein? Man muss ja nicht lieben, aber halt, wie kann man gegen die sein, weil die haben unser Land beschützt und bla bla bla. Und dann hat sein Cousin angefangen zu beleidigen. Und dann habe ich Stress geschoben mit deinem Cousin. Dann sagt Khaled, das ist mein Cousin. Dann habe ich zu ihm gesagt, Wallah, ich nehme dich mit. Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Weil ich wollte sowieso, ich will ja Beef mit Khaled. Weißt du, weil das ist ein Heuchler. Der tut einen auf, ich habe schiitische Freunde. Und tut einen auf, er mag Schia. Aber das sind keine schiitischen Freunde, oder der da. Ja, richtig, genau. Auf jeden Fall, dann haben sich die zwei Schiiten indirekt gegen mich gestellt, Bruder. Der eine macht. Der Ali Madad und dieser andere? Ja, Muhammad Balhas hieß der. Mhm. Ja, also von. Ja. Ah, okay. So ein Älterer. Macht der Ridwan auf Omar und ich bin ausgerastet, Bruder, wenn ich ausraste. Wallah. Wallah, ich weiß nicht, was ich dann sage, wenn ich ausraste, Bruder. Weißt du? Und dann, ja, dann Beef, da habe ich Khaled gesagt, so, was denkst du, wer du bist? Er sagt zu mir, wenn du ein Mann bist, wenn du es vor mir sagst, Wallah, ich trage dich auf meinen Schultern. Da habe ich gesagt, was denkst du, wer du bist? Oder was hast du hier gerobbt, dass du denkst, du wärst ein starker Mann oder sonst was? Ich so, für mich bist du ein kleines Kind. Mhm. So, hab den halt fertig gemacht und so. Und dann sind halt meine Jungs hier aus Mannheim und so, haben das mitbekommen. Ich glaube, es waren richtig viele. Vorher waren es 50 Zuschauer und dann 300. Haben alle in den Kommentaren halt geschrieben, da sollen kommen und so. Die haben es alle mitbekommen. Weißt du, Bruder? Ja. Mhm. Und dann war da wie ein Fufu, der Khaled. Wie ein Fufu. Weißt du, so hat gemerkt, ey, okay, gut, da schießt jemand zurück. Weil der macht mir zu viel auf Internet, Rambo. Ja, ja, normal, Bruder. Weißt du, Bruder, was denkt er, wer der ist? Wallah, was denkt er, wer der ist? Ich will nicht diesen Weg gehen, aber Bruder, der erzwingt es, verstehst du? Der hat behauptet, alle schiitische Frauen machen Mut'a viermal am Tag und so. Was traut er sich da überhaupt? Ja, Ahsant, Bruder. Weißt du, Bruder, ja. Aber Bruder, scheiß mal auf diesen Nasubi. Okay? Ja. Am Ende des Tages wird er sowieso das fressen, was er die ganze Zeit... Aber Bruder, weißt du, was schlimmer ist, ausgibt. Bruder? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Bruder, ja, ja, red. Diese, du weißt ganz genau, Bruder, was ich jetzt beide sagen wollte. Diese eigenen Leute, die sich dann, Allah, Akbar, Bruder, nicht, Bruder, das Problem, dann Khaled spricht und sagt, ja, guck dir mal die Iraker an, in Irak, die Griechen zu Imam.